freue mich außerdem, wenn immer wieder ich Gruppen habe, die in der Galerie eine Ausstellung machen, die wirklich etwas sagen wollen. Sehr viel einfach über Frauen, wie können wir zusammen etwas erreichen, wie können wir etwas besser machen und so weiter. Und das ist sehr wichtig für mich, dass da wirklich auch etwas Ernstes besprochen wird. Danke vor allem der Petra von ganzem Herzen, weil sie so etwas nicht nur organisiert hat, sondern mit Gefühl und auch, ich muss das Wort doch in den Mund, wenn man so sagt, mit Herz gemacht hat. Es ist wirklich eine wichtige Sache, an die sie glaubt und wo sie glaubt, dass man da etwas tun kann und helfen kann. Und daher freue ich mich besonders, diese Gruppierung unter der Prominenz und, wie soll ich sagen, der Organisation von der Petra, euch alle begrüßen zu können. So, ich vertrete den Verein Kunstschaffen und wir sind vor einem Jahr auch wieder an diesem berühmten 8.3. am Frauentag irgendwo zusammengesessen. In Wien ist so alle 2 bis 3 Tage eine Frau brutal umgebracht worden. Haben wir gesagt, wir wollen heuer was tun, genau zu diesem Tag. Dann habe ich bei dir nachgeschaut, im Kalender mit dir. Im März war frei, der 8.3. war auch frei, die ersten Worte haben wir gewechselt. Und dann geht das immer sehr schnell. Der Bezirk steht dahinter. Ein Dank von uns gilt an den Bezirk, der das auch ein bisschen sponsert und fördert, damit das auch stattfinden kann. Bei uns war es relativ klar schon, was wir machen. Du bist immer dabei, damit sind alle Vereine dabei. Und dann geht das ganz schnell und einfach und dann ist das so eine beeindruckende Ausstellung und wir sind einfach stolz, dass das funktioniert. One Bill on Rising, Austria. Wir sind eine künstlerische Kampagne für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen und für uns ist natürlich der 8. März auch ein ganz wichtiger Tag. Und das ist natürlich, wir haben ja unsere Hauptveranstaltung am 14. Februar. Da haben wir immer den V-Day sozusagen, den Tag, den Vagina- und Victory-Tag statt Valentinstag. Und da haben wir eine große Kundgebung und andere Aktivitäten. Aber der 8. März ist uns immer auch ein Anliegen. Und es ist wunderbar, dass wir jetzt da das als künstlerische Kampagne, als künstlerischer Verein machen, also mitorganisieren dürfen, mitveranstalten dürfen. Das ist wunderbar. Ja. Und ich möchte mich auch bei allen Künstlerinnen bedanken, die da mitmachen und bei der Petra vor allem ganz toll bedanken für ihre ganze Arbeit, die sie da reingesteckt hat. Also sie ist wirklich ein Workaholic pur und die hat das so wirklich ganz toll vorbereitet. Und ich möchte jetzt mal erklären, wie einfach das wirklich jetzt war, diese Galerie zu besticken mit toller Kunst. Kurt ruft mich an, wir haben am 8. März Galerie am Park. Mach was. Ja, Stopfemizide. Ja, und jetzt können wir. Danke, dass wir hier sein dürfen in diesem wunderschönen Morgen. Danke, Kurt, für die Frage. Danke, Heiko, für die tolle Zusammenarbeit wie immer. Ich möchte mit einem Zitat beginnen aus dem Buch Heimat ist du toter Töchter von Yvonne Wiedler. Das Buch steht dort um die Ecke. Es kann ja auch um 24 Euro käuflich erworben werden. Der gefährlichste Ort für eine Frau hierzulande ist nicht die abgelegene Gasse in der Nacht, sondern die Partnerschaft, in der sie lebt. Von Anfang 2010 bis Ende 2020 zählte man in Österreich 319 Frauenmorde und 458 Mordversuche an Frauen. Die meisten davon geschahen durch die Hand des Mannes, der einst sagte, er würde sie lieben. Zitat Ende. Thank you.
20.000 Frauen, also 20.000 Frauen haben deswegen genannt, weil 1911 20.000 Menschen, mehr als die Frauen, auf der Straße waren. Deswegen kommt dieses Logo daher. Und aus dieser Plattform ist entstanden die Femme Fiscale, eine aktionistische Gruppe, die sich vor allem in den Budgetfragen angenommen hatte, feministische Budgets auch auf regionaler Ebene, aber auch verankert in allen möglichen anderen Ministerien, um da Forderungen zu entwickeln. Aus dieser Initiative wiederum ist dieses, damals hieß es noch mehr Verkehr, jetzt heißt es Fair Sorg, Initiative entstanden. Und zwar gerade auch aufgrund der ersten Auswirkungen, die Corona-Krise. Jetzt ganz kurz, also dieses Paket 12 Milliarden müsste man wieder anpassen. Es sind eben drei Teile, ein Zukunfts- und Bildungspaket im Ausmaß von 5 Milliarden, ein Pflegepaket im Ausmaß von 4 Milliarden und ein Solidaritäts- und Lebensrettungspaket im Ausmaß von 3 Milliarden. Also es beinhaltet natürlich sowas wie Kindergartenplätze, wie Umwelt, Geschichten, zusätzliche Lohnerhöhung und ähnliches. Also es ist wirklich auf der Homepage, ich will das nicht im Einzelnen, Ausbau der Ganztagsschulen, also alles, was dazugehört, kleine Familienbeihilfe, Erhöhung der Familienbeihilfe, um wesentliches Valorisierung von Pflegegeld und anderem. Das kann man nachlesen im Detail, man müsste es wieder anpassen. Und wir haben aber unsere Ökonominnen, also wir arbeiten mit feministischen Ökonominnen zusammen von der Arbeiterkammer oder von anderen Einrichtungen, die haben das präzise berechnet, wie viele Arbeitsplätze, also wir haben 185.000, glaube ich, Arbeitsplätze errechnet, die hier wiederum geschaffen werden könnten durch so ein Konjunkturpaket. Die Ökonomie erwähnt. Es gibt ja Berechnungen von alternativen Ökonomen und Ökonominnen, die besagen, dass würde man die bezahlte und die unbezahlte Lohnarbeit in Wert berechnen, dann würden gemessen am PIB, dann würden die 70% des PIBs ausmachen. Also die Care-Arbeit. Die Care-Arbeit, ja. Die bezahlte und unbezahlte. Was hast du gesagt? Die bezahlte und die unbezahlte. Ja. Also würde man die zusammenfassen, dann wären das 70% des PIBs. Und auch was jetzt der Zusammenhang zum Klima, also Care-Arbeit ist sehr wenig CO2-intensiv. Das wäre auch eine sehr sinnvolle Alternative, hier in diesen Bereich zu investieren. Also es sprechen eigentlich nur Gründe dafür, Geld in Care-Arbeit zu investieren. Und die Tatsache, dass ich glaube 80.000 Personen, ist ja die Zahl, die da immer geäußert wird, es fehlen 80.000 Personen im Pflegebereich bis zum Jahr 2030. Also ich finde, das ist unvorstellbar. Ja, de facto ist es so, dass diese Personen, die Pflege dann leisten, eben auch dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Ja? Weil die dann stessen sie da haben mit 100.000 Problemen und können natürlich daneben nicht mehr arbeiten. Ja? Und ich meine, darauf setzen sie ja, dass die Frauen die unbezahlte Care-Arbeit machen, die Alten pflegen. Sondern dann wird nur berechnet, okay, so wenig wie möglich Personal zur Verfügung zu stellen, die man bezahlen muss, die eben diese Arbeit leisten in diesen Pflegewohnhäusern. Natürlich, der Mensch ist jetzt da auch nicht wichtig, ja, weil ob es dem jetzt da gut geht oder der jetzt da gut geht, das wird natürlich nicht hinterfragt. Ja. Es wird nur hinterfragt, wie viel kostet das und wie viel kann man da rausholen und wie viel, dass das ganze Pflegewohnhaus nicht in Schulden geratet. Ja, dass, und das ist, denke ich mal, einfach der falsche Ansatz. Und da haben Ökonomen, denke ich mal, total einen falschen Zugang dazu. Denn die Kosten, die durch diese schlechte Pflege, durch zu wenig Personal entstehen und mittlerweile auch durch vielleicht schlecht ausgebildetes Personal, weil da wird ja auch immer mehr eingespart, ja. Man will ja auch immer schneller ausbilden und immer billiger ausbilden, damit man weniger bezahlen muss. Was das für Folgen hat, da rechnen die Ökonomen leider Gottes meines Erachtens nicht nach. Und da gerade die Projekt angefangen haben, die Momo und die Nestle, die wir unterstützen von Junamelos Platz, die haben diese Initiative, die gleich dann sie erzählen. Und alle, die das mit uns unterstützen, auch damit, dass wir alle zusammen zu diesem Platz werden und endlich kommen, hoffentlich. Und ja, und ich lasse dann die Franziska unser Statement für dieses Jahr
und Naomi Lesser. Beim ersten Manifest von Mirna Mengers liest man, das Wort Feminizid ist eine politische Kategorie. Es ist der Begriff, welcher die Art und Weise aufzeigt, in der die Gesellschaft etwas zu einem Naturgesetz erklärt, das keines ist, männliche Gewalt. Heute ist Mirna Mengers ein Schrei von Millionen von Frauen, Lesben, inter-, nicht-binären Personen, trans- und agender-Personen auf der ganzen Welt. Es bedeutet, keine einzige Flinte weniger. Die Mirna Mengers Bewegung, die 2015 in Argentinien gegründet wurde, konsolidiert sich seither als globale Artikulation von Feminismen in ihrer Vielfalt. Also ich bin Homo Kreuz, bin jetzt von Damobos. Wir haben diese Initiative als Grüne gemeinsam angefangen, maßgeblich beteiligt daran, die Nessie Turan-Therapie, das eine Chemotherapie ist, heute wieder eine Chemo hatte, das aber sich entschuldigen lässt und nicht dabei sein konnte. Und die Inge Valenta Kohl, die ja auch sehr aktiv war. Und ich möchte zuerst mal mit den Worten, die Nessie uns geschickt hat, beginnen. Hier ist mein Zugang zum Thema als Mitinitiatorin. Nach der brutalen Ermordung der Trafikantin Nadine durch ihren Ex-Mann wollten wir als grüne Bezirksrätinnen und Aktivistinnen am Walsergrund mit einer Platzbenennung ein klares Zeichen gegen Femizide setzen. Bei unserer Namenssuche bin ich im Internet auf die weltweite Mirna Mengers-Bewegung gestoßen, die ich davor ehrlicherweise nicht gekannt habe und habe meinen Vorschlag in die Gruppe eingebracht. Kurz danach ist es uns gelungen, die wunderbare Natalie Hirst und ihre Gruppe kennenzulernen. Ohne ihre Zustimmung und Kooperation wäre so eine Initiative nicht möglich gewesen. Nachdem wir unseren Platzbenennungsantrag im Bezirk eingebracht haben und eine Uneinigkeit wegen des spanischen Namens entstanden ist, begann unsere Überzeugungsarbeit auf mehreren Ebenen, vor allem auf der politischen Ebene mit den anderen Fraktionen. Wir haben am 3. Juni 1922 gemeinsam mit vielen Frauenorganisationen den Geburtstag von Mirna Mengers mit einer Gedenkveranstaltung an Nadine kombiniert. Kurz danach haben wir eine Petition für die Platzbenennung zum Mirna Mengers Platz gestartet und innerhalb von 3 Wochen bereits 500 Unterschriften gesammelt. Natalia hat dann als Einbringerin der Petition die zentrale Rolle gespielt und vor dem Petitionsausschuss unser gemeinsames Anliegen präsentiert. Unsere Bemühungen waren nicht umsonst. Das Projekt wird umgesetzt. Wir bleiben jetzt einmal dabei, wir wollen diese Benennung haben. Sie ist durch, sie ist im Bezirk durch, sie ist auch weitergegangen. Wir haben von zuerst Park, weil es eine MA42, oder sind die Stadtgärten, Fläche war ursprünglich auf Parkbenennung genannt, weil wir auch gesagt haben, es gibt dann die Möglichkeit, dieser, da vorne ist auch so eine grüne Tafel, wo eine längere Beschreibung ist. Aber mittlerweile hat sich ja die Stadt Wien und auch die MA28, die ist für Verkehrsflächen dann zuständig, erkannt, dass Benennungen nicht nur mit Datum sozusagen und vielleicht noch Berufsbezeichnung ausreichend sind, sondern dass man auch auf diesen blauen Schildern längere Texte schreiben kann, die dann auch lesbar noch sind. Also ich möchte nur dazu sagen, dass die Idee von der Petition ist sehr spontan gekommen, praktisch einen Tag vor, dass wir diese Aktion durchführen würden. Wir sind da gesessen, okay, organisieren wir morgen den Zug, wie machen wir. Und dann ist die Nestle rausgekommen mit der Petition-Idee. Und dann ist noch eine neue Aktion dann geplant worden, die sehr wichtig war, glaube ich, weil es hat gefehlt und es hat gebracht, diese Unterstützung von der Stadt. Leute, also von den Leuten, die nicht zu dieser Gruppe gehören. Und das war sehr wichtig, glaube ich, zu schaffen und zu erreichen. Ein bisschen raus von unserer, dass wir uns kennen, dass wir schon wissen, was das bedeutet. Aber, und da tritt die Soraya, die ganze Partie, weil sie hat uns auch geholfen, die Unterrichte zusammen, war eine intense Aktivität, auch mit Nessie zusammen. Ja, also angefangen von der Bewegung Mirna Mengers, ich bin selber Lateinamerikanerin, ich komme aus Venezuela, wo die Femizide auch ziemlich gestiegen sind unter der Pandemie und davor war das auch Tabuthema, nicht mal beim Wort hat man es genannt,
sondern auch Behinderte, das sind nur Frauen ermordet, die im Haushalt gibt, in der privaten Sphäre. Und sogar von Seiten der Regierungsseite auch. Ne? Also das habe ich hier von Botschaftern mitgekriegt, von Botschaftern. Also es ist top. Wissen Sie, wie spät es ist? 3:50. Na? Ich glaube, die Uhr geht 5 Minuten vor. What about you? We take action, what about you? Going beyond old frontiers, grasping new opportunities. We take action, what about you? Power to the women, 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 power to the women. We are empowered, we are empowered. Let the spring open the sky, let the sky show you the spring. Let go of your sorrows, let go of your worries, let go of your sorrows, let go of your worries. Come on and join in, 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 come on and join in. Together we stand, together we grow, together we stand, together we grow. Schwestern, wenn ich euch so leiden und kämpfen sehe, bin ich fassungslos. Alles, was ich als Künstlerin für uns, für euch tun kann und muss, ist diese Performance.
Als Journalistin beschäftigen mich diese Femizide schon seit einigen Jahren. Der Begriff bezeichnet Tötungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind. Und es handelt sich dabei um ein ernsthaftes, gesamtgesellschaftliches Problem, das immer noch gerne durch Ausdrücke wie Familientragödie oder Beziehungsdrama in den privaten Bereich verbannt wird. Häusliche Gewalt im Rahmen der eigenen vier Wände ist allerdings oft nichts anderes als Ausdruck nicht vorhandener Geschlechtergerechtigkeit. Und damit geht sie uns alle etwas an. Frauen werden ermordet, weil sie sich von ihren Partnern oder Ehemännern trennen wollen oder weil sie sich getrennt haben. Dysfunktionale Rollenbilder oder biografische Brüche im Leben der Männer kommen in vielen Fällen hinzu. Gemein sind den meisten Tätern übertriebene Eifersucht, Kontrollverhalten und patriarchale Denkmuster, egal aus welchem Kulturkreis sie stammen. Reuelos schlüpfen viele von ihnen durch diffamierendes Victim-Blaming in die Opferrolle. Damit betreiben sie Täter-Opfer-Umkehr. Wenngleich sich die Begriffe Frauenmord und Femizid immer mehr durchsetzen, was gut und wichtig ist, gibt es noch viel Aufholbedarf. Vor allem der Begriff Femizid soll ausdrücken, dass hinter diesen Morden keine individuellen, sondern strukturellen Probleme stehen. Denn die Frau wäre vermutlich noch am Leben, wenn sie keine Frau wäre. Sprache ist wichtig, denn Worte sind ein Spiegel der Wirklichkeit und schaffen dadurch Veränderungen in der Gesellschaft. Das haben Frauen schon ausgerechnet, es braucht 230 Millionen Euro und es braucht 3000 mehr Stellen für den Gewaltschutz. Das muss politisch umgesetzt werden. Du hast sehr viele Expertinnen und Experten interviewt. Du hast auch angefragt im Frauenministerium. Was war da die Antwort? Keine. Also ich hab mehrmals in meinem Interview gefragt. Also ich habe von einer der Ministerien schon was bekommen. Aus dem Frauenministerium bin ich zwar vertröstet worden und dann habe ich eh einige Zeit gesetzt und habe keine Antwort bekommen. Ich habe eine Frage geschickt. Ich habe doch dann auch aufgelistet, was ich gerne gewusst hätte von der Frauenministerin. Ja, vielleicht komme ich noch mal dazu. Ich habe im letzten Raum Filme laufen und zwei Filme gemacht zu Frauenmorden. Einen Film über Frauenmorde, über Femizide 2018. Und vorhin, als ich reingehend, als ich habe da auch Zeitungsausschnitte verwendet, habe ich gelesen, Familientragödie. Du als Journalistin, was sagst du, welche Rolle haben die Medien? Ja, die Medien haben natürlich eine wichtige Rolle, weil wir entscheiden, wie berichten wir über solche Fälle und wie nehmen das die Menschen in Österreich wahr. Ja? Und da ist natürlich über so viele Themen ein großer Gap zwischen Modernmedien und Qualitätsmedien. Es gibt man muss sich immer die Frage stellen, was hat eine Gesellschaft von einer reißerischen Einzelberichterstattung, ja? Wo dann auch noch total geistlos, eben wie schon im Vorwort gesagt, das Statement von Verteidigung übernommen wird, wo jeder gute Journalist, jede gute Journalistin eigentlich sofort checken muss, dass die reine Instrumentalisierung eigentlich ist. Er hat jetzt den Schlüssel, er hat jetzt ein Leben. Es gibt für sie scheint nur einen Ausweg zu überleben. Frauen in Häusern sitzen da, haben Angst. Sie richten sich auf und werden ganz. Mit Stärke, ich kann's nicht verstehen, woher nach all dem Terror sie das nehmen. Es gehen Frauen in Häusern ihren selbstbestimmten Weg. Manche fallen, ihre Seele zerbricht. Ich verschweige das. Von Sternen, die ich verträumt für deine männliche Gestalt. Doch die Heilung, die du forderst, kann erniedrig nicht geschehen. Dein Verhalten macht mich krank, dem mir die Kraft um aufzustehen. Selbst schuld daran, sagte der Ehemann. Er hat ihr wehgetan und sie ist schuld daran. Tja, ihr Problem ist nur, dass sie nicht schreien kann. Irgendwer könnte sie hören.